Ich bin ja echt Fan von Bier und Bratwurst. Auch mal dunkle Schokolade, Ferrero Rocher. Was Rustikales, Schnitzel und Spargel. Durchaus eher Team Popcorn. Und natürlich sehr gerne Wildfleisch. Bratkartoffeln, Salami und ein bisschen Schinken. Aber auch für Nachos zu haben. Speckbohnen mit Butter. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Nein, es geht gar nicht um diesen Herrn Amthor, sondern es geht um dieses hier. Nein, das war auch falsch. Das waren die Attentäter der Pipeline. Ich weiß auch nicht, irgendwas mache ich hier falsch. Schauen wir mal. Ich glaube, es geht um dieses hier. Benachrichtigung von YouTube. Neuer Erfolg. 1 Million Aufrufe. Richtig gelesen. 1 Million Mal wurden meine Videos angeschaut. Stolz wie Oscar. Finde ich ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich für jeden, der meine Videos schaut, für jeden, der meine Videos liked oder kommentiert oder sie weiterleitet oder sie einfach für irgendetwas benutzt. Was auch erlaubt ist, überhaupt kein Problem. Alles, was ich an Material habe, kann jeder für egal was verwenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Achso, noch eine kleine Anmerkung. Eigentlich wäre ich heute ins Krankenhaus gegangen. Es hätte Untersuchungen gegeben, wie denn so der Stand der Dinge ist. Ja, irgendwie in diese Röhre gehen da, ach, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Oder beziehungsweise auch so eine Lungenspiegelung und hin und her. Ja, ich war deswegen vor einem halben Jahr schon mal im Krankenhaus für ein paar Tage und neben mir lag jemand, der hatte eine Lungenspiegelung und die ist wohl schief gelaufen. Der durfte dann 3-4 Wochen länger bleiben, weil sich da Wasser in der Zwischenhaut der Lunge irgendwo gebildet hat. Ich möchte das nicht. Ich habe mich entschieden, das nicht nochmal zu machen. Ich weiß, dass ich krank bin und ich weiß auch, dass es nicht unbedingt besser wird. Ich tue alles Mögliche, damit es mir einigermaßen geht. Von daher bin ich doch da und nicht die nächsten 3-4 Tage im Krankenhaus. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Also nochmals ein herzliches Dankeschön an alle meine Abonnenten und an alle, die meine Videos schauen oder geschaut haben. So, und jetzt fahre ich zu meiner Maman. Die hat heute Geburtstag. Liebe Mama, alles, alles Liebe an dich. Bleib wie du bist, bleib gesund, bleib so fit wie du bist. Bis gleich. Tschüss.